Hi und herzlich willkommen zu einem Einstellungstest, wie er typischerweise bei der Polizei gestellt wird. In diesem Test könnt ihr einerseits natürlich schauen, ob ihr euch für die deutsche Polizei eignen würdet, und andererseits könnt ihr gleichzeitig euer Mathe-Grundwissen, euer logisches und räumliches Denken auffrischen. Wenn euch sowas gefällt, abonniert super gerne den Kanal und dann halten wir uns hier gemeinsam fit. Starten wir ganz vorne. Erste kleine Aufgabe: Grundlagen der Mathematik. Berechne das Ergebnis dieser Aufgabe. 12 Achtel mal 4 mal in Klammern 3 plus 1. Probiert's mal selber aus und schaut mal, ob das Ergebnis, auf das ihr kommt, bei den vier Auswahlmöglichkeiten auch dabei ist. Die Auflösung kommt jetzt direkt. Gibt mehrere Möglichkeiten, wie immer in Mathe, führen viele Wege zum Ziel. Ich persönlich würde bei Bruchrechnung diese 4 auf einen Bruch, also auf 4 Ganze bringen. Dann gilt nämlich oben mal oben und unten mal unten. Und 12 mal 4 ist 48. Unten steht 8 mal 1, also 8. Und 48 im Zähler, 8 im Nenner bedeutet letztendlich, dass man die 48 durch 8 teilen muss. Ne, der Bruchstrich ist nichts anderes als ein Geteiltrechenzeichen. 48 durch 8 ist aber 6. Und dann kann man sich hier vorstellen, dass da also letztendlich 6 mal in Klammern 3 plus 1 steht. 3 plus 1 ist 4 und 6 mal 4 ist 24. Und damit ist Antwort C richtig. Nächste Aufgabe, komplett anderes Thema. Wir schauen uns hier einen Pfeil an, der ein Rechteck durchläuft. Und wir wollen wissen, wie viele Linksknicke der Pfeil macht. Also hinterfragen wir hier mal euer räumliches Denkvermögen. Stellt euch vor, wäre vielleicht die Vogelperspektive, ihr lauft hier durch ein Gelände. Wie oft knickt ihr auf dem Weg von A nach B links ab? Antwort, hier wo ich gerade schon bin, ist ein Rechtsknick. Dann kommt der erste Linksknick, noch ein Linksknick und zum Schluss ein Rechtsknick. Also, wir knicken insgesamt zweimal nach links und wieder trifft es die Antwort C. Letzte und wahrscheinlich kniffligste Frage. Wir betrachten eine Zielscheibe. Und hier schießen jetzt zwei Schützen zu Trainingszwecken auf die Zielscheibe drauf. Beide haben zu Beginn 100 Punkte. Und mit jedem Schuss wird die Punktzahl reduziert um diese getroffene Anzahl von Punkten. Der Schütze gewinnt, der zuerst genau auf 0 kommt. So ähnlich wie beim Dart, ne? Und ich möchte von euch wissen, wie viele Schüsse braucht man denn minimal, um dieses Spiel zu gewinnen? Schaut euch diese Zielscheibe genau an, kombiniert, überlegt und dann schaut mal, welche der vier Antwortmöglichkeiten hier passt. Ja, und was man da bedenken muss, ist, dass man wirklich genau auf 0 kommen muss. Rein theoretisch, wenn wir es schnell schaffen wollen, müssten wir ja immer auf die höchste Punktzahl zielen. Also hier auf die 9 Punkte. Wenn wir das so oft treffen, dass wir die 100 Punkte reduzieren auf 0, dann werdet ihr ziemlich schnell merken, dass das gar nicht richtig funktioniert. Denn wenn man 11 Mal die 9 getroffen hätte, wäre man bei 99. Und das heißt, mit dem 12. Mal treffen hätte man sich sozusagen von den 100 Punkten ins Negative geschossen. Und das wollen wir ja nicht. Wir wollen auf genau 0. 1 kann man gar nicht treffen, ne, sodass man diese 99 Punkte dann auf 100 bringt, weil die 1 gibt es nicht in der Zielscheibe. Also dürfen wir auch nicht 11 Mal die 9 erwischen, sondern wir müssen sie 10 Mal erwischen, kommen dann auf 90 und dann kann man schauen, ob man irgendwie die restlichen 10 Punkte verballert bekommt. Und das schafft man. Zum Beispiel, wenn man zweimal die 5 erwischt. Ne, so wäre man beispielsweise sehr, sehr schnell, und zwar so schnell, wie es nur möglich ist,
bei 0 Punkten. Natürlich gibt es auch noch andere Möglichkeiten. Man kann auch 9 mal die 9 treffen, kommt auf 81 und dann wird man verschiedene Möglichkeiten finden, die fehlenden 19 Punkte noch zu verschießen. Aber in jedem Fall sind es 12 Schüsse, die man braucht, um hier tatsächlich auf 0 zu kommen. Und wieder trifft es Antwort C. Das hier wäre die richtige Auflösung. Und ich denke, die meisten von euch, die dem Kanal schon länger folgen und geübt sind, wären hiermit geeignet für die Polizei. Ein anderer Test, auch ein sehr, sehr schöner, anspruchsvollerer Einstellungstest, den findet ihr hier. Schaut mal rein, super Gehirn-Jogging-Einheiten, immer verpackt zu so schönen Dreierpäckchen aus Einstellungstests. Ja, und für mehr Gehirnjogging bietet sich auch die ganze Playlist da oben drüber an. Viel Spaß damit, bleibt fit im Kopf und bis bald!